zerschlägt mich in der Sonne. Es ist Magic. Wir hatten heute die Wahl zwischen Hidden Mysteries oder Horrible Histories. Wir haben uns für Hidden Mysteries entschieden, und zwar Titanic auf der Wii. Starte das Spiel. Hey, du hast sie gefunden! Hattest du jemals das Gefühl, tief in deinem Magen, dass etwas schrecklich falsch ist? Aber du konntest nicht genau sagen, was es ist? Sollten wir in unserer modernen Welt der Motorfahrzeuge und Luxusliner diesen fehlgeleiteten Regungen Beachtung schenken? Warum eine Kerze halten, wenn man elektrisches Licht haben kann? Aha. Ich war frisch vermählt mit einem bedeutenden Gentleman. Bedeutend? Mein Ticket aus diesem miesen Viertel in die bessere Welt, wo ich mich etablieren konnte, ohne Angst, meiner Herkunft wegen verurteilt zu werden. Stand aber bessere Gesellschaft. Okay. Und dennoch zerrte etwas an mir, als wir Richtung Southampton fuhren. Ein tief sitzender Drang, Schutz zu suchen, glücklich zu sein mit meinem bisherigen, ärmlichen Leben, statt sich nach vorn zu drängen ins Unbekannte. Nicht viel ich los, ne? Voll das Gedanken so gut ich konnte aus meinem Kopf mit dem Vorsatz, mich auf New York City zu konzentrieren, dass meine und Roberts Ankunft die hübsche Frau. Die haben das aus dem Intro fotografiert. Ja. Der große Golf sollte mit möglichst annähernd demselben Komfort durchquert werden. Soll ich das mal überspringen oder? Na, warum? Na, mal gucken. Ich weiß ja nicht. Die Gelegenheit hatten, mit der RMS Titanic zu reisen. Ich war merkwürdig verunsichert über viele Dinge, doch ich wusste ohne jeden Zweifel, dass dies eine Reise war, die ich so schnell nicht vergessen würde. Voll das Volk, da unten am Pier. Alles schon drauf. Lädt. Aber das Schiff hat einmal Hallo gesagt. Gut, das Voice-Over war nicht schlecht. Ja, wobei ich mir jetzt denke, das war doch eine... Sir, Madam. Willkommen an Bord des Stolzes, der White Star Line RMS Titanic. Darf ich um Ihre Bordkarten bitten? Nein! Natürlich, bitte sehr. Ah, Mr. Ashley, ein Ehre, Sir. Und Madam? Robert, hast du nicht meine Bordkarte? Nein, ich habe sie Montague gegeben. Er sollte sie dir geben. Nun, das hat er nicht. Zumindest nicht, dass ich mich erinnere. Mr. Ashley, Madam... Ja. Vielleicht könnten Sie einen Schritt beiseite treten, bis Sie Madams Karte finden. Können Sie uns nicht einfach zusteigen lassen? Mein Diener ist vielleicht schon auf dem Schiff. Es tut mir leid, Sir. Ich habe strenge Vorschriften. Ja, kannst du Tutorial überspringen? Wir können jetzt natürlich... Rumbrüllen. Ich kann auch einfach eins oder zwei drücken. Ja, nehmen mal zwei. Mach keinen Wirbel, Robert. Ich finde die Karte. Ich bin sicher, ich habe sie einfach verlegt. Das ist meine Süße. Ich werde hier warten. What a hole. Okay. Hast du deine Karte schon? Noch nicht. Vielleicht hätte ich das Tutorial anlassen sollen. Ashleys Auto. Okay, also dieses Spiel... Ich habe eine Handkurbel mitgenommen. Ich muss eigentlich alles anklicken und hoffen, dass man irgendwas mitnehmen kann. Das Auto anmachen. Nein. Nein, das ist nicht richtig. Aha. Ja, aber was richtig und falsch ist, kann die mich doch entscheiden lassen, oder? No, that's not Nein. Right. Das ist nicht richtig. Ja, ein Auto. Ins Auto gehen kannst du anscheinend nicht. Tipp bekommen. Messe. Ja, wir lynchen den Steuermann. Komm so an Bord. Ist doch logisch. Hier gibt es nichts. Gut. Das mit den Tipps ist natürlich sehr nett, ne? Das ist nett. Gepäck. Du darfst aber nicht rein, oder? Doch. Was hat der Knöpfe? Guten Morgen, junger Herr. Tag, Lady. Was schnüffelst du da am Gepäck herum? Such meine Ratte. Ratte? Ja, denke, die ist erledigt. Aber mein Bruder sagt, das sind massenhaft Ratten auf dem Schiff. Vielleicht hole ich mir eine von denen stattdessen. Nein, sowas. Voll Slang. Tag, sagt.
Wir versuchen hier einfach mal. Das scheint kein gewöhnliches Gepäckstück zu sein. Messer. Das Seil scheint stark. Use the Messer an einem ungewöhnlichen Gepäckstück. Ich muss das ab. Anders verwenden. Dafür ist jetzt. Ich muss das ab. Ich muss das, das anders verwenden. Nein. Ja, also ein Point-and-Click-Adventure. Ja, genau. Vielleicht sollten wir etwas zu dem Spiel erzählen. Wir spielen das scheint kein gewöhnliches Gepäckstück zu sein. Ach so, dass es eine Leiche ist oder sowas. Ne? Ich hoffe nicht, dass es das, was ich denke. Ich glaube, diese Kiste ist voll mit Zigaretten für die neue Welt. Sie schon. Zigarettenbruch erlebt. Wir bauen die Bordkarte. Ich glaube. Genau. Geh weg, Lady. Ja, ist ja gut. Ach so, du könntest da an den Schalter kommen, ne? Wahrscheinlich. Madame, ich versichere Ihnen, ich wollte dem Jungen nichts zuleide tun. Nun, Sie waren nicht freundlich. Es ist sehr, sehr steril dadurch, ne? Ja. Das hat er nicht getan. Ich versichere Ihnen, Madame, das hat er. Das ist so ein Couchspiel. Ja, Couch liegen und so ein bisschen rumpolen. Mutter, was zum Teufel tust du hier? Ich habe dich gesucht, Margie, um dich... Mutter, das hat... Oh ja. Ich dachte... Erinnert mich ein bisschen an Another Code. Wir werden diesen Winter für einige Wochen zurückkommen. Wenn du darauf bestehst, können wir das dann besprechen. Jetzt habe ich allerdings meine Bordkarte. Also deine Mutter ist erschienen, dich zu verabschieden, ja? Ignoriere deine eigene Mutter. Madame, wenn ich vielleicht... Ich habe ihre beiden Bordkarten gleich hier. Einen Moment. Sie ist der Typ. Es war der Junge. Der Junge hat sie gestohlen. Wo ist er hin? In Richtung Gepäck. Machen Sie... Ja, ich weiß, wo der Junge ist. Das ist der Junge. Komm her, du Ratte. Junge, hast du irgendwelche Papiere? Was? Hab nie gar nichts gemacht. Wie ist dein Name? George. George, ein schöner Name. Ich will dir nicht wehtun, Georgie, wirklich. Wieso gibst du mir nicht einfach die Papiere zurück und wir lassen es gut sein? Oder ich stech dich mit meinem Messer. Warte, komm zu Papa la Papp. Jetzt ist er weg. Und was habe ich falsch gemacht? Wo ist er hin? Bei Ashley's Auto. Ey, du Penner, raus George, aus meiner Karre. Komm sofort aus diesem... Nee, dazu kannst du mich... Ich will einfach nur mit dir sprechen. Was wäre, wenn ich dir ein Geschenk gebe? Hast du Zigarettenschachtel? Nein, und selbst wenn, würde ich sie nicht einem kleinen Jungen geben. Was will ich mit Zigaretten? Ich will bloß die kleinen Karten, die in den Packungen sind. Ich habe schon fast 50. Oh, aha. Gut, jetzt haben wir den Zigaretten-Clou am Gepäck. So langsam. Das unten, das war das, ne? Das ist nicht... Ich muss das an... Ich muss das... Nein. Mit dem Haken oder was? Haken bedienen. Ich glaub... Oh mein... Als aber Zufall. Nicht jetzt. Sag mal. Dafür ist... Ist nicht ganz so intuitiv. Nee, es schließt sich eigentlich nicht. Ich führe eine kreisfreie Handbewegung. Yeah! Yay! Wir tun was. Remotion. Und nu? Runterfallen lassen. Jetzt durchschneiden. Ich glaube, diese Kiste ist voll... Damit sie runterpumpst, damit es aussieht, als wäre es ein Unfall gewesen. Hast du wieder kommst. Ich glaube... Ja, jetzt durchschneiden. Cut the rope. Das interessiert auch keinen, dass sie da hochklettert und für eine Schneidebewegung aus. Das hat ja hervorragend geklappt. Die Leute stehen da, kein Interesse. Komm, gib mir ein paar Kippen. Kippenman. Finde 10 versteckte Sammelkarten. Okay. Oh mein. Da ist eine. Da ist eine. Da ist eine. Hier ist eine. Also, das ist ja von Astragon wird das ja gepublished. Die sind bekannt für ihre Simulatoren. Landwirtschaftssimulator zum Beispiel. Da oben ist noch eine, genau. Und die sind ja verschrieben, also sie sagen selber, sie sind ein Casual Label. Und das ist eindeutig mal ein Casual Spiel. Da unten ist auch noch eine, unten links. Und dementsprechend ist ja auch ungefähr der Anspruch. Da unten rechts, dieses Grüne? Schaff. 10 Stück. 10 sollten genügen.
George kann sie alle haben. Ja, du bist auch noch so bewusst, dass du jetzt nur Sammelkarten rausholst, damit er auch nur die sie Karten kriegt. Sie haben mir eine Zigarettenkarte versprochen. Ich rede nicht mit ihnen, ehe ich... Hey, think this guy. Hier, bitte, John. Hey, toll. Könntest du nun bitte zurück... Aber das hab ich doch schon gesagt. Ich hab gar nichts gestohlen. Der alte Typ hat seine Papiere fallen gelassen. Ich wollte ihn nur... Okay, also selbst wenn der alte Typ... Was will ich mit einem Bündel lausiger Papiere? Die andere? Die andere da, die Lady. Ich hab gesehen, dass sie die Papiere genommen hat, als der Typ damit beschäftigt... Ich denke, ich weiß, wer... Die Mama. Oh mein. Oh Mann, das Schiff läuft gleich... Ja, jetzt kriegst du auch Zeitdruck. Mama. Gib mir meine Bord... Ich weiß wirklich... Ich weiß, dass du sie hast. Gib's... Was? Oh. Oh, na ja. Ich habe tatsächlich eine Bordkarte gefunden. Das kann ich... Ich habe nur die eine gefunden. Wenn es eine... Du solltest mir lieber die Wahrheit... Oh, ja, ja. Ich sag... Was für eine... Ja gut, wir wollen aufs Schiff... Please leave me alone. Take it. Ah, vielen Dank, Madam. Damit ist alles in Ordnung. Es wäre eine Schande gewesen. In der Tat. Ja! 4B ist gleich 4B. Entschuldigung, ist das... Nun, ja, meine Liebe. Natürlich. Was denn jetzt? Kriege ich selbst von der Story, weil die ganze Zeit drückst. Ich will, dass vorangeht. Irgendwie, die Leute, die müssen immer pausieren. Oder sie gucken das Video bei Dailymotion. Dann können sie mitlesen. Schornstein. 4 Stück hatte die, ne? Wir sehen immer noch einen Schornstein. Sehen Schornstein. Oh. Oh yeah, es setzt sich in Bewegung. Das ist eine Kamerafahrt. Ich dachte schon, das Schiff geht so ab. Hupe, du Schiff! Also, Und da segeln wir los. Ja. Wir segeln ja nicht, wir dampfen. Dampfen. Abdampfen. Hey, lass mal dampfen. Hm, was passiert jetzt an Bord? Ich muss zugeben, das übertrifft sogar meine Erwartungen. Ist in Ordnung. Margaret, auch wenn ich deine blumigen Formulierungen bewundere, sind andere möglicherweise nicht derart verständnisvoll. Bitte versuch dich in gemischter Gesellschaft zu beherrschen. Aha. Natürlich, Robert. Ich könnte mir Lunch vorstellen. Möchtest du im Pariser Café essen? Im Augenblick bin ich nicht hungrig. Ich ruhe mich ein wenig aus, wenn es dir recht ist. Natürlich. Du weißt, wo ich bin, wenn du mich brauchst. Was ein Charmeur, ey. Ich gehe ins Pariser Café. Oh, ein Zurückknopf. Wie kannst du das einblenden, wenn du B gedrückt hältst, oder was? Ich glaube, du brauchst nichts anderes außer A und B. 1 und 2 für die Antworten. Gibt's eine Karte? Karte. Oh yeah. Wir sind jetzt in Robert's Suit. Ich kann auch in meinem... Madam, ich bin hier gerade fertig. Schön, Montague. Übrigens, wegen meiner Mutter. Eine... Ups. Merken Sie sich, Montague, dass es nicht Ihre Sache ist, das zu beurteilen. Natürlich nicht, Madam. Ich bin ein Diener. Ich persönlich hatte nicht das große Glück, über meinem Stand zu heiraten. Wenn Sie mich nicht entschuldigen. Schon wieder dieser Oblivion-Mann? Ja, der Oblivion-Mann ist in jedem Spiel. Oh yeah. Pinzette. Mehr nicht drin? Mal hier. Let the flow. Guck mal da hinten das Meer. Hier ist noch was. Mit der Pinzette öffnen. Das kann ich nicht. Nein. 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 Okay.